NetEasy bei D-Link. Das ist hier die kleine Originalverpackung des Radios, was wir heute präsentieren werden. Ist eine Leihgabe von der lieben Dosenbierdose. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, was ist denn das? Das ist ein, hier steht es auch schon sehr schön, USB-PC-Radio. Damit können wir übers Internet Radio empfangen und das Gerät ist älter, als man glaubt. Hier ganz klein ist es illustriert, wie das aussehen soll. Das ist einfach nur so eine kleine Gerätschaft mit einer Antenne. Gucken wir uns erstmal die Verpackung an. Sieht aus wie eine gewöhnliche Packung. Schön klein, schön kompakt, alles mehrsprachig. Plug-and-Play-Installation, volles FM-Radioband, kein AM. USB-Spezifikation 1.1 erfüllt und FM-Aufnahmesoftware. Das heißt, wir können nicht nur Radio hören mit dem Teil, sondern wir können auch noch da die Musik aufnehmen. Glaube, was sieht man hier im Kleinen? Ja, da steht tatsächlich, wie alt das Ding ist. Es ist schon 17 Jahre alt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und wir öffnen die Packung einfach mal. Und da drin offenbart sich, gucken wir einfach mal, eine weitere Packung mit ein bisschen Inhalt. Hier guckt sogar ein bisschen was raus. Süß. Gucken wir einfach mal rein, ob die liebe Dosenbierdose das Ding auch sehr gut hinterlassen hat. Nämlich mit den User's Guide. Natürlich mehrsprachig, schön bildlich illustriert, was man hier alles machen kann. Und natürlich mit dem gesamten Hupsala-Inhalt. Da haben wir natürlich das Verbindungskabel via USB, schön transparent. Sogar mit zwei Kammern, Fasern. Ja, da haben wir einmal USB und einmal Klinke. Auch sehr interessant. Dann haben wir hier das eigentliche Gerät. Auch sehr schön transparent, sieht man hier sehr, sehr gut. Und hier wird dann letzten Endes, gucken wir mal, diese Antenne drauf gesteckt, das sieht dann ungefähr so aus. Dann hat man nämlich diese Stabantenne drauf. Ansonsten viel mehr gibt es hier nicht, nur noch eine CD mit Treibern drauf. Tja, und ich würde einfach mal sagen, diese süße kleine Gerätschaft werden wir dann auch mal einrichten und dann werden wir Radio hören. Die Treiber sind installiert. Ich denke mal, wir können jetzt endlich mal das mitgelieferte Programm ausführen, was dem Radio beigelegen hat, nämlich dieses hier. Und wie man hören kann, berauschende Qualität auf 100,10. Also wir müssen aktuell mal einen Scan ausführen. Das ist hier das eigentliche Programm. Und ich denke mal, wir werden jetzt hier mal gucken, was es hier so für Sender gibt, der Umgebung. Wenn die Parlamentswahlen stattfinden oder also man kann ein bisschen was empfangen, weil die Stabantenne ist jetzt aktuell gar nicht ausgefahren. Aber ich denke mal, das können wir mal machen, indem wir die mal komplett ausfahren. Ich werde das jetzt mal tun. Für die Durchsetzung der Gesetze, die er besprochen hat. Also das ist, das wird sehr interessant sein, also zu beobachten, ob und verwandeln kann, das heißt, wie möglicherweise eine politische Kraft in der Mitte des Parteienspektrums entsteht. Oh, das, wie das aber klingt jetzt gar nicht deutlich besser, aber wir können mal weiter scannen. Ein bisschen Musik. Hier ist nix, hier ist nix. Gesetz, aber in der Praxis auch hier ein bisschen Knacksen. Aber wir können immerhin ein paar Sender empfangen. Immerhin ein paar. Großen Koalition, was das leider nicht ganz so viele, wie ich erwartet hätte, aber naja, wir können ja mal weiter probieren. Aber keineswegs in der Form einer großen Koalition in Deutschland, wo zwei Parteien, drei sogar, koalieren und beschließen, zusammen zu regieren. Also insofern kann man ein bisschen vergleichen.
Hier können wir weiter umschalten. Können auch hier die Lautstärke einstellen. Im Radio. Können das auch muten. Ist ja auch noch besser. Und hier über den Sound Recorder können wir ein bisschen was vom Programm aufnehmen. Das ist auch möglich. Hier sind auch noch die Recording Settings. Kann man entsprechend einstellen, welche Samplingrate man haben möchte, Sampling Size, welche Channel man haben möchte, Mono oder Stereo. Also mal gut, dass wir keine Musiksender reinkriegen, sonst würde mir die GEMA wieder auf den Senkel gehen. Aber mal gucken, was wir noch so machen können. Per Telefon und ich mal. Immerhin, klassisches Programm können wir auch empfangen. Nur ist es ein bisschen eigenartig, dass da so ein Knacksen im Hintergrund ist. Wer weiß, woran das liegt. Aber wir können mal die Antenne einfach mal vorstellen. Ich habe sie jetzt bei mir. Können auch die Antenne ein bisschen ausrichten. Und da gucken wir jetzt einfach mal. Jetzt ist das Knacksen sogar weg. Also, es ist halt wirklich ein klassisches UKW-Radio, was über USB angeschlossen wird, weshalb man hier auch ein bisschen rumfuchteln muss, bis man perfekten Empfang hat. Wir scannen einfach mal weiter. In großen Einkaufszentren. Aber das hat sich ja sowieso verändert, wenn du nach München. Also man kennt doch leider nicht, welche Sender man da gerade hört. Da muss man ein bisschen raten. Boah, bei dieser komischen Tonqualität hören wir Tears for Fears. Und das klingt schon ein bisschen besser, Tears for Fears. Weil hier exotische Tiere und präsentierte sie dem staunenden Publikum. Also, hinter mir kriege ich nichts. Richtung Fenster wird's noch schlechter. Das ist interessant. Landschaft darzustellen. Aber in Richtung meines Betts geht's. Gucken wir mal weiter. Schwierigen Komplex. Aber nur 3,3? Ich wette, das ist der WDR. Wohnen ja schließlich in Duisburg, da kriege ich hier nur die westlichen Sender rein. So, mal gucken, was kriegen wir noch so rein? Okay, das könnte ein 1 Live sein. Und das kriegt man immer. Grundsätzlich immer kriegt man 1 Live. Und den Sender sollte man auf gar keinen Fall hören. Ich würde euch dringend davon abraten. Nein, wir gehen nicht auf mein Zimmer und wir machen auch keine Begutachtung. Nee, ich möchte auch nicht auf dein Zimmer. Ich möchte perfekten Empfang haben. Also man muss sich schon in die Sender ein bisschen reinhören, damit man weiß, was man da überhaupt empfängt. Ich glaube, hier haben wir wieder den Klassikkanal erwischt. Natürlich. Aber es hört sich im Hintergrund auch so an, als würde man mit einem Flugzeug fliegen, ne? Mal gucken, wir machen einfach mal probehalber eine Aufnahme. So, der Sound Recorder nimmt jetzt auf. Das sieht man hier. In diesen drehenden Funkeln. Hat jetzt ein paar Sekunden aufgenommen. Können ja mal ein bisschen an der Antenne drehen. Hier knistert es ein bisschen Richtung Fenster. Also immer Richtung Fenster knistert es ein bisschen. Ja, Richtung Flur knistert es auch ein bisschen. Hinter mir auch knistern. Knister, knister, knister. Müsste ich auch nebenbei mal erwähnen, dass man die Stabantenne auch knicken kann. Das habe ich vorher gar nicht erwähnt. Also die muss nicht so steif nach oben stehen, sondern die kann man auch biegen. Und wer jetzt daran was Zweideutiges denkt, der ist ein Schwein. So, 1 Minute aufgenommen. Ich glaube, das nehmen wir mal zum Anlass, das mal Probe zu hören.
Aber wie Sie hören, hören Sie nichts. Wer weiß, was ich da falsch gemacht habe mit dem Aufnehmen. Also jetzt sind wir wieder beim Radio und hier ist ja der Soundrecorder und Player. Kann man auch sehen, Free Disk Resource. Ich speichere mal testeshalber die Wave-Datei unter eigenen Dateien. Mal gucken, wo haben wir die? Da. Die werde ich jetzt nicht mit dem Playcenter öffnen, sondern mit dem Media Player. Also es ist eine Minute lang. Man hört nur erstaunlich wenig. Also tatsächlich muss man auch sagen, die Soundanschlüsse von der Soundkarte sind farblich sehr schwer zu unterscheiden und ist eigentlich sogar im richtigen Anschluss drin. Also daran kannst du nicht unbedingt liegen. Weiterhin können wir das klassische Programm hören. Und hier können wir dann noch einstellen die einzelnen Kanalnamen und dann können wir die nämlich hier als Preset einstellen. Man muss allerdings selber auch herausfinden, was das denn für ein Sender ist. Da muss man dann auch ein bisschen warten, bis dann irgendwann auch der Sendername gesagt wird. Muss man immer ein bisschen raten. Oder man weiß vorher die Frequenzen und dann kann man das entsprechend einstellen. Sleep Timer kann man ja auch einstellen. Ein Wecker kann man ebenfalls einstellen. Kann hier die ganzen Channels editieren. Das geht hier. Ist ja auch verschiedenseitig hier. Die ganzen Presets. Nur auf den vielen Kanälen hört man kaum was. Natürlich haben wir wieder den Classic-Channel da drin. Kann man auch die Frequenzen noch entsprechend manuell einstellen. Aber ich würde lieber das Scannen empfehlen. Dann hat man eher Glück, irgendeinen Sender zu erwischen. Ja, ich glaube, 1Live kriegt man dauernd sehr gut. Ich bin der Meinung, so ein Richter, dem bist du nicht gewachsen, du hörst. Naja, ich glaube auch. Und, ja, ist gut. Redet, ja, dann, verstehst du verschiedene Sachen vielleicht nicht, obwohl du es. Man kann sogar Winamp-Sachen einstellen, das ist sehr interessant. Das Problem ist, Winamp haben wir ja aktuell gar nicht installiert. Show Station Name. Normalerweise sollte das auch angezeigt werden, aber hier ist das nicht der Fall. Und ich frage mich, warum, weshalb? Die anderen haben Ruhe, bloß ich nicht. Warum? Grundsätze, die ich überhaupt kenne. Ich verstehe. Ah, wenn man nebenbei noch hört, kann man das hier als kleines Programm noch oben sehen. Da kann man nämlich sehen, welche Frequenz man gerade eingestellt hat und ob man gerade aufnimmt. Man kann das Ding auch an- und ausmachen, das geht ja auch. Alles gar kein Problem. Tja, leider konnte ich es nicht wirklich schaffen, vom Radio irgendwas mitzuschneiden und das dann letzten Endes zu speichern in einer Wave oder in einer MP3-Datei. Wenn man eine MP3-Datei speichern möchte, muss man im Übrigen etwas dazu installieren, nämlich WinLama. Das ist zum Glück auf der CD mit enthalten. Da geht das. Und ansonsten, ja. Habe ich da leider noch keine Möglichkeit gefunden. Aber man muss aber sagen, das Grundsätzliche, das Radiohören, das funktioniert ganz gut. Man schließt dann über USB diese Antenne an, steckt dann noch eine entsprechende Stabantenne in diese Buchse rein und dann kann man entsprechend Radio hören. Natürlich muss man dann noch in einem Gebiet wohnen, wo man halbwegs guten Empfang hat. Hier hatte ich jetzt nicht so unbedingt das Gefühl gehabt, guten Empfang zu kriegen. Also zumindest mit dem Radio, was ich in meinem Schlafzimmer habe, bei dem Radio,
Da kriege ich eigentlich zum Beispiel auch einen sehr guten Empfang vom WDR4 hin. Und das klingt da deutlich besser als durch dieses Radio. Aber das ist wirklich positionsabhängig. Deshalb, das ist ja noch das gute alte UKW-Radio. Das wird ja schließlich noch analog übertragen. Und bei Digitalradio, da hat man wiederum noch den Unterschied, dass man dann entweder ein Signal reinbekommt oder gar keins. Entsprechend heißt es dann so, entweder du hörst was oder du hörst gar nichts. Bei UKW-Radio kann man wenigstens noch ein bisschen Rauschen im Hintergrund hören oder komplettes Rauschen oder wenigstens ein bisschen Musik. Oder halt die Mischung von beiden. Da finde ich das wiederum ein bisschen sinnvoller. Ansonsten eine feine, kleine, praktische Sache. Dieses D-Link DRU R100 USB-Radio. Einfach anschließen, die Treiber installieren, eventuell noch die Software dazu installieren und schon kann man sofort Radio hören. Es ist schon eine ganz praktische Sache. Bei Windows 98 muss man ein bisschen mehr tun. Man muss sogar eine Hilfsdiskette einlegen, obwohl die gar nicht im Lieferumfang dabei ist. Entweder war die original dabei oder in diesem Exemplar war sie jetzt nicht dabei. Also je nachdem. Auf jeden Fall eine schöne praktische Sache. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen was näher bringen, ein bisschen was zeigen, was ich jetzt so erlebt habe. Ich konnte euch jetzt zwar nicht alles zeigen, also ich habe jetzt auch festgestellt, man braucht hier Winamp, um die Visualisierung dieses der Lautstärkepegelung da anzeigen zu können. Das ist da nötig. Ich weiß nicht warum, aber es ist notwendig. Und Free System Disk, da haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel frei. Ich denke mal, die Festplatten von damals hatten auch nicht so viel Speicher, dass der das hätte darstellen können. Ansonsten D-Link USB-Radio, das Programm ist dann erstmal nötig, um das dann überhaupt zu betreiben. Auf jeden Fall eine super praktische Sache und dann bis zum nächsten Video, euer Kepu, tschüssi!